Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren LS15 Folge. Heute mal auf der Bendelbach. Wir sind hier heute mal mit dem Daniel. Moin Moin. Und wir haben so gesagt jetzt ein kleines Multiplayer-Projekt gestartet. Ja, wir arbeiten uns so gesagt ja hoch auf der Map und wir haben halt nur bis jetzt schon mal ein paar Fahrzeuge ausgetauscht, ne? Ja. Und hüppa, erstmal die Bank wieder rüber da. Hatten wir uns mal so gedacht, dass wir erstmal ein bisschen was Mayhem tun. Kommt der Kreisler hinterher oder kommt der Kreisler nicht hinterher? Ah, der sitzt schon drin, oder? Oh, nee, nee, nee. Oh, schick jetzt schon die Kleidung. Ja. Ist halt grün-gelb, ne? so, das war alles hoch, gut. Du wolltest, wo wollten wir jetzt Feld? Ja, soll ich vorfahren? Ach ne, stimmt, ich weiß wo das war. Das war ja da hinten da rum da. Kann ich ja aber schon navigieren. Ja. So, das war jetzt, war das links, ne? Genau. Oh, Blink. Der Johnny hat keinen Blinker. Och Mann. Dann halt nicht. Und tschüss. So. Um eine Kurve. Brauche ich überhaupt Rundumlampe? Ne, normal nicht. Ne, brauche ich nicht. Denk dran, Daniel, Schadensmod ist mit drinnen, ne? Ja, ja. Ja, mein Mähwerk hat auch schon 5%, weil das aufgesetzt hat. So, ich jetzt war das, geradeaus? Hier ist das doch nicht geradeaus, was? Das war doch links. Nein, geradeaus. Sag mal, wie fährst du da? Ich hab grad irgendwie ein paar Lachs, so. Ja, fahr mal auf der Straße. jetzt geradeaus, ne? Nein. Noch geradeaus und die nächste rechts. Wie jetzt hier? Ja, die nächste nach dem Haus. Genau, jetzt rechts und geradeaus die Koppel. Die Koppel hier? Ja, geradeaus, jetzt komplett geradeaus. Ah. Oh, die geht ja nach außen auf. Genau, die geht nach außen auf. Handbremse rein, bevor der mir noch wegrollt hier, das Schwein. Na, ja. Das blödes Tor, du. Verpasst mir das noch eine vor den Kopf, doch. Tja. Nee, nee, nee. Ja, falsches Mähwerk. Ja, du musst eh erst warten, Daniel. Nee, ich wollte nur, ja. Ja, musst ja eh erst mal warten. Ah, mein Gott, chill doch. Zack. Oh, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, mit so einem kleinen Gerät zu fahren, Alter. Ich auch nicht. Ich fahre eigentlich nur noch Schwatt. Das machst du gut. Oh, schön. Ja, eigentlich fehlt hier noch der Scheibenschutz, aber naja. Der ist dieses Mal egal. Eigentlich würde das vom Prinzip her passen. Was, das hier oder was? Von mir Na, aus. Na, lass es lieber. Ne? Okay. Warte lieber, weil sonst hier. Ich stelle mich trotzdem mal rein. Das ist von innen gar nicht so leicht, das zu machen. Nö. Nee. Vielleicht hier bei den Laternen. Ja, die Laternen haben noch kein Koli. Nee, haben die nicht? Nee, die haben noch kein Koli. Nee, haben die nicht. Scheiße, du, da musst du ja noch Kohle rein. Ja, da muss noch Kohle rein. Und in die Zäune auch, ne? Oder, Daniel? Naja, okay, die Zäune. Ja, 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 die Straßenrandzäune auf jeden Fall. Dass ja, okay, die zumindest was haben, ne? Ach, hier ist ja... Ne, hier ist kein Heckloch. Nein, da ist kein Heckloch. Ja, es sah so aus, weil da kein Zaun ist, deswegen. Oder weil es so aussah, dass da kein Zaun ist. So. Ich spiele mal, versuche mal jetzt gleich nur von innen an sich zu spielen. Oh, nee. Ja, das ist bei mir auch gar nicht so einfach, weil ich jetzt immer zum Zaun gucken muss. Normal fährt man ja immer erst einmal andersrum, weißt du? Aber das ist mir gerade nur Piep und egal. Nein, GPS ist noch nicht drin, also muss ich wahrscheinlich lieber... Nein, GPS gibt es auch erstmal nicht. Ich glaube, ich wollte erstmal von außen an sich. Ja, brauchst du mich nicht anhuben, ja. Richtig. Ich habe selber eine Hupe. Ah? Ja. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es mit meiner Aufnahme funktioniert. Ja, sehe ich den ja nachher, ne, wie das ist, wie sich das verhält und alles, ne? Ja, und wenn das gut klappt mit dem Ton und alles, mein Gott. Ah, okay, hat grad ganz schön.
Ja, das hier wird dann halt immer unser, ja, Multiplayer-Stand so gesagt sein, wo ich vielleicht auch eventuell, wenn Daniel keine Zeit hat oder so, halt auch mal alleine drauf zocken werde oder was weiß ich. Ne? Müssen wir halt gucken. Und das gibt jetzt öfters Videos mit dem Typen. Mit dem Herrn, bitte, ne? Herren. Ach, heute ist es Herren und morgen ist es wieder der Doktor oder Genau, morgen ist der Doktor. Und ihr könnt auch oben rechts in der Aufnahme sehen, heute ist Freitag. Gucken wir, dass Video online kommt. was? Ja. Oh, ich glaube heute nicht mehr. Das, nein, das tue ich mir nicht mehr an. Ich glaube, ich werde Nicht. hier gleich noch was. Naja gut, bis wir hier auch wieder was machen und alles. Also bei mir ist jetzt eine Probeaufnahme, also die wird jetzt Ja. nicht online gestellt. One Um mal Take zu, so gesagt. genau, um zu gucken, wie mein Laptop auch Er fasst. kommt dann in Folge 2 so dran ungefähr. Vielleicht. Ja, wenn Hoffen du wir mal. Zeit hast oder was weiß ich. Nein, wenn das mit der Aufnahme klappt. Ja, wenn es klappt, kommst du in Folge 2 dran, ja. Genau. Ja, mein schönen MF hier. Ja, Der ich habe schön. natürlich einen Johnny, ne? Der schön glatten Schnauze. Ich finde den Johnny eigentlich auch gar nicht so doof, bloß halt, dass die Blinker noch fehlen, ne? Einbauen. Ja, hahaha. Das mit XML einschreiben ist so. Ja. Da waren wieder unsere zwei, drei Probleme. nur mal so zu muss schwaden. Mein Träger schafft das nicht. Was? Baden. Schwaden. Das schafft einer. Den Schwader? Habe ich im Singleplayer getestet. Das schafft meiner ja sogar. Das zieht meiner wie so ein Bekloppter dann. Ja, du musst noch kurz mal übers Gekreisel drüber, ne? Weil irgendwie Den. hat das Mähwerk einen an der Macke. Geht da irgendwie auch rüber oder so. Eigentlich hebt man ja nicht unbedingt immer den Kreisel an, aber heute machen wir das mal. Kreisel Bei anheben. dem brauchst du das nicht, weil der rumlenken kann. Da brauchst du das nicht. Den lässt Ich man habe ihn. unten. Den lässt Ich man unten. ja, eigentlich ja, aber ich habe ihn jetzt mal hochgemacht, damit ich hier mein kleines Vorgewende habe. Ja gut. Bist du schon wieder? Boah, Junge, der holt mich ja richtig ein hier, der Meister. Ja, ich. Ja klar, Alter, was denkst du denn? Aber wenn ich ihn jetzt oben habe, ne, dürfte er. Ich bin Na hart, gut, Alter. okay, der hat. Eigentlich fahrt man jetzt hoch und runter. Da will ich ja auch, aber ich will ja hier ein größeres Vorgewende haben, ne? Ey, wie ich hier fahre. Blamage pur. Muss eigentlich mein Frontmähwerk immer ausschalten, damit ich über den Vorgänger fahren kann. Ja, ich hätte keinen Bock, jetzt mal über den Vorhacker wieder neu. Ja, deswegen muss ich das immer wieder ausschalten. Zack, oh, passt. Freue mich schon auf Gülle fahren später. Ja, da freue ich mich ja und Bock drauf. Besonders ich. Hattest du das schon gesehen, dass ich das hier BSA-Gülle fast durch das Dings getauscht habe? Ne, hatte ich noch nicht. Oder dass ich jetzt halt das BSA 8000 habe? Na ja, gut, es war ja mal von BSA ein Pumptankwagen als 6000er, aber ich habe es halt ein Stück größer gemacht und es ist ein 8000er, glaube ich. Weil mit dem 6000er, ja, schafft nichts, ne? Würde ich mal so behaupten, ne? Aber man müsste das Mähwerk ja auch runter machen, ne? Na, komm's rum. Ja, klappt doch. Was? Ja, jetzt musst du nämlich Runtergefahren. erstmal kurz mal warten, damit ich erst kurz mal einen Vorsprung habe. Nee. Vielleicht. Ja, ich will auch kurz mal einen Vorsprung haben, ne? Ei, alles gut. Wir wollen fressen. Ja, das war mir klar. Jetzt macht er mittendrin. Komm, ich fahre so, wie man das in echt auch tut. Ah, okay, alles gut. Warte ich gleich erstmal eine Runde. Hast ja Zeit. Naja. Ist ja erst 10. Ja, komm. Brauch mein Schlaf, boah, Alter, sag du. Weil ich älter bin.
Nur weil wir Bicke Feuer machen oder was? Ja, wenn nicht. Nein, ne? Wo bist denn du jetzt? Das ist schon die Boss, ach nee, da ist er. Da fährt der Daniel rum. Versteckt sich hinterm Haus, da. Nee. Guck mal, diese Versteckspiele hier. Ich hab hier ein Gestipp liegen lassen. Ja, hätte ich jetzt auch als Ausrede gesagt. Wieder meine Aufnahme gucken. Stimmt, scheiße. Ach, komm. Oh. Du musst da noch mal rüber. Ich hab vergessen, das Nebel gerade zu machen. Ach, mein Gott. Und passt das Und mit dem Baum? Oh, dann sieht es armer aus, wir Spiegel. mähen heute nur diese Koppel, ne? Würde ich sagen, reicht ja noch. Ja. Nur die Koppel, dann machen wir. Ja, wenn du am Kreiseln bist, so. Würde ich sagen, wenn wir die Koppel fertig haben. Und tschüss. Hey, ja, da kann man nicht kommen. Ich hoffe, mein Johnny wird wenig schmutzig. Ein Träger wird ja schon schmutzig. Warte, halt mal an, halt mal an, halt mal an. Halt! Vollbremsung. Muss eben mal. Ich eigentlich solltest du mal. Ja. Ach komm, stell dich nicht vor mir. Noch nicht ins Bild. Zack. Thumbnail. Ist das fertig? Nehmt das mal kurz mal. Und tschüss. Warum ist hier überhaupt so ein, ja, so eine Halle hier überhaupt? Weißt du Weiß das? nicht. Verschönerung. Schönerung. Ja. Ich denke mal Heuballen lagern, wenn es Ja. mal regnen sollte. Na gut, könnten wir eigentlich auch erstmal da reinschmeißen, oder? Können wir. Könnten wir, was machen wir jetzt die zweite Frage? Ah. Das ist auch so. Ja. Bin müde, muss ich ehrlich sagen. Ah, ich auch ein bisschen. Hey, der bleibt mir ja echt an den Fersen, der Meister, ne? Ja. Ja, grässlich ist das. MF am Werk, ne? Nicht so wie der scheiß Johnny da, ne? Ja, sag mal nichts, ich Ja. habe Lederausrüstung. Oh, ganz hart. Ja, muss ja auch ordentlich sein, Ja, ne? ganz hart. Aber ich find's gut, dass wir jetzt so mit den zwei Trägern starten. Jo. Vertauschen wir wenigstens unsere Träger nicht. Und ich habe den hier auch letztens durch Zufall so gesagt entdeckt und dachte, oh cool, cooler Träger, kannst du ja mal ausprobieren. Aber was ist oder Gut, nicht? dass die Modder das so machen, dass die Kleidung auch so geändert wird in John Deere Ja. oder MF. Ja, das ist gar nicht mal so einfach, das immer alles zu ändern und. Das weiß ich nicht. Ja, das ist schon Zeitaufraum manchmal. Hallo, hallo. Warten geht auch. Ich drücke mich hier jetzt rum, zack, auch wenn Schadenmod mit drin ist. Sicher, 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 sicher. Komm, Hungerling. nur mein Mähwerk vorne hat 5%, das andere ist noch 0. Und bei dir? Na? Null, 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 null. Ich hoffe. Ja, hupt nicht immer so. Aber hupen. Nee. Ich glaube, ich muss das Geräte umschwenken auch mal irgendwie hier auf mein Joystick belegen, Alter. Das ist Hammer. Pummelarbeit an meinem Lenkrad, ey. Hammer Kacke. Ja. Ich habe eigentlich an meinem Lenkrad nur Blinker belegt, links. Ja, habe ich auch nicht. Und Umleuchte habe ich belegt und das war's. Den Rest mache ich über Tastatur.
Muss ich auch nochmal umbelegen. Ach komm ey, als ob er das Ding jetzt nicht ausgemacht hat. Alter. Ja, komm, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe auszumachen. Ach so. Ach, vorwärtsgang. Aber was soll das? Oh mein Gott. Wir haben eine Werkzeugkiste. 4% Schaden. Toll, ich habe 5% auf mein Mehlwerk. Also. Komm, das ist jetzt kaputt auf 100%. Ja gut, dafür kostet uns das aber. Da passt du nicht durch. Und mal so als Info. Mein Dings hat sich verbuggt. Ja, ja. Werde ich jetzt. Dann fährt man da nicht rein. Würde ich mal so sagen, ne? Zu spät. 0% Schaden. Hast du Glück gehabt, oder? Wir schon auf? Hm? Wie lange nehmen wir schon auf? 16:20. 20 Minuten würde ich sagen, immer am Tag so. Oder jede Folge. Was meinst du? Jo. 20:25, ne? Folge wird wahrscheinlich denn. Weil diese Folge, wann willst du sie hochladen? Morgen? Ja, muss ich gucken, wann ich dazu Zeit kriege. Sonst lade ich sie hoch oder so. Ja, ich glaube, das mache ich lieber, weil du noch nicht so, ne? Ich mache ja Thumbnails und alles. Dafür. Ich glaube, das weißt du noch nicht, wie du das einfügen tust, oder? Oder? Nö. Ja, guck. Danke. Ich glaube, das mähen wir heute noch zu Ende und dann kreise ich das zu Ende und dann war es das für heute. Ja. Fahren wir ja zum Hof. Dann gehe ich so gesagt schwaden und du hängst dein Frontlader an, so gesagt. Du hier, Alter. Ja. Ach komm, jetzt war das falsche Mähwerk, ey, ist klar. Irgendwann kriege ich es noch raus. Irgendwann mal, wenn es zu spät ist. Genau. Muss halt nochmal übers Vorhager. Grottenschlecht, Alter. Hä? War grad grottenschlecht. Oh. Ist so, ne? Weil ich hab ne Verteidigung. Ich rutsche ein bisschen auf der Map. Ja, das. Was tust du eigentlich, wenn wir zusammen spielen, auf jeder? Naja, fast auf jeder. Auf der Landwehrkanal hast du das auch? Nee. Oder hast du auch ein bisschen gerutscht? Ja, im Don, ja. Im Don-Häcksler. Aber in den John Deere und dem Case nicht. Jetzt hier über den Acker. Ja, klar. Ich kann ja 50, ne? Obwohl ich ja eigentlich nur 40 darf, aber. Oh, ich kann 50, ja. Ja, steht bei dir noch ein 50er Schild drauf. Gehen wir drauf. Nee, deiner darf nämlich normal auch nur 40. Ach Quatsch. Hallo, ich habe Vorwärtsgang eingelegt. Da ist ein Zaunmeister. Ja, scheinbar nicht. Doch hatte ich ja, aber was weiß ich warum. Faule Ausrede. Ja, ja, ja. War es nicht. Und? Ach komm, dieses kleine Stück da. Hier ist auch ein Stück ausgelassen. Ja, ich weiß. War da ja auch noch nicht fertig. Wollte ich nur darauf hinweisen. Muss ja hier nochmal so zurück.
rein zufällig diesen Schwader da, wo nur einer dran ist. Einmal für die Koppel ran. Ne, den haben wir nicht. Was habe ich jetzt nicht drin? Das fürs nächste Mal. Nehme ich dann fürs nächste Mal mit, ja. Weil sonst wäre etwas blöd für den Schwader, wenn jetzt über Cody wäre. Ne. Also für den Zweierschwader geht das ja noch. Oh. Da ist es ja noch einigermaßen akzeptabel. Machen wir, wenn wir das nächste Video machen, da nehmen wir mal zwei Mods mit rein, wo ich gerne was wissen möchte. Wow. Weil ich die Logik gar nicht checke. Was sind denn das für Mods? Also einmal diesen Schwader, weißt du, den ich meine, für die Koppelrand. Und so einen komischen Anhänger, wo man den anbauen kann. Komm damit nicht klar. So ein blaues, weißt du? Sehen wir ja in der nächsten Aufnahme. Dann musst du mir bloß schicken, ne? Ne, hast du auch, den hab ich von dir. Ein blauer Anhänger. Nein, nicht blauer Anhänger, das ist so ein blauer, der am Trigger angeschlossen wird, zum Teil. Und da kannst du hinten und vorne so ein Bader dran machen. So ein was? Bader. Weißt du nicht, diesen. Ach so, ja, der ist doch hammer einfach, der. Den verstehe ich, das muss man. Ja, das ist eigentlich hammer einfach. Wo stehe ich jetzt im E-Werk hin? Komm, die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Hier stehen sie nicht im Weg, gar nicht. App ist umgebaut, die gibt's so nicht zum Download, aber die Bindelbach normal gibt's noch zum Download bei Modhoster. Ja. Sagen nicht, dass ihr euch wundert. So gar nicht gibt. Hier wird das so auch so gesagt rausgeben. Eigentlich kriegt sie keiner. Ich habe jetzt ja zwei Ausnahmen gemacht, so gesagt. Weil bei denen die Maps irgendwie rumgespackt haben, habe ich wirklich zwei Ausnahmen gemacht. Das waren aber auch die einzigsten Ausnahmen, die ich gemacht habe. Also die Und, Map ist nach unseren Wünschen gebaut, also Philipp hat sie umgebaut, hat ein paar Ideen und die wurden auch umgesetzt. Ihr werdet immer ein Stück für Stück von der Map sehen, dass alles verändert wurde. Auf jeden Fall der Hof wurde komplett verändert. Kann man ja auch sehen, wo der Stall steht auf der Koppel da. Eine neue PDA muss ich auch noch machen. Windmühlen. Ja, habe ich nur eine. Kann ja mal zeigen, was neu gemacht worden ist. So, hier habe ich diese. Das hier waren mal eigentlich Kälberboxen. Die kann man halt auch ganz normale Unterstände holen, aber ich habe die dann nicht so schnell gefunden. Habe einfach dein Ernst. Naja, komm, erstell den hier neben. Kannst du drin abhaken. Habe ich gemacht. Ja, Rundumlampe, brauchst du nicht. Ah, rein, da. Das ist eine Kante, ne? Nur mal so als Info. Ach, geil. Siehst du mich? Siehst du mich gerade neben dir? Du? Ja. Cool. Wusste das gar nicht, dass es geht bei denen. Ich glaube, das ist ab der neuen Version so. So, ja, dann habe ich hier halt. Eigentlich, was wir alles in der. Hier waren. Also wir anderes haben Fass, wo halt weiß war, das habe ich weggenommen. Den Güllepott habe ich auch weggenommen. Bäume hingestellt. So, habe ich hier einen Weg zwischen gemacht. Dann habe ich hier, komm einfach mal mit. Warte, mit? Ich wollte gerade mal zeigen, was wir so alles an der Garage haben. Also wir haben hier den Stollvorlader, der bei mir rankommt. Ballenspießer, Makroliner, den normalen, den normalen. Links, die Maschine. Dann haben wir den Seiten. Werkbalken. Ja, zeigen mir wer. Ladewagen, die kleinen. Meisel, den Spader. Feuer. Rundballenpresse. Wer sind die? 1000? Ja, 1000. Wagen. Göttinger Frontmähwerk.
Doch, komm. Da drinnen, nein, ist ein. So, ja, hier habe ich halt den Weg hingemacht, habe hier noch ein bisschen Zaun hingemacht. Hier habe ich auch einen stinknormalen Weg angelegt. Kommst du hinterher? Ja, kommst du. Gut. Ja. Ja, laufen? Ja, habe ich nicht drin. Also die Kühe laufen jetzt hier auf der. Ja, da waren die auch schon, ne? Ja, da waren die schon. Ja, aber ich glaube, die hatten ein bisschen größer, ne? Nein. Größere Fläche, ne? Nein. Die war so. Die habe ich nicht verändert. Habe ich ein paar Bäume weggenommen, habe hier halt auch einen Weg zwischen gemacht. Ja, nun kommt eigentlich so gesagt die größte Veränderung. Ich habe hier halt die Höhe von da hinten angenommen. Habe hier halt so gesagt die Schweine-Güllegrube genommen, hier hingesetzt, aber mit dem Trigger von den Kühen. Ne? Und dann habe ich als kleine Überraschung zack, hier ein Silo und hier eine Silo. Sieht man so viel, na, sieht man so noch schlechter, naja, gut, auch egal. Also Freilandsilos. Ja, habe ich stinknormale Freilandsilos, habe ich auf 600.000 runtergesetzt. Hier ist halt ja die Güllezufuhr, die dann halt hier über den Schacht läuft. Hier habe ich einen etwas größeren Stall eingebaut mit Fenstern, die ich auch noch zusätzlich hinzugebaut habe, denn halt. Ups. Ah, da war das Teil gerade weg. Ja, eigentlich ist es eine platzierbare Brücke hier, wo ich gerade drauf laufe, aber die habe ich etwas verbreitert und halt hier hingesetzt. Ja. Nun kommen wir zu der längsten Arbeit, die ich überhaupt gemacht habe. An diesem blöden Stall, kann man sagen. Ah, und hier steht eine Kuh einzeln, ich weiß. Erstmal das Licht hingesetzt. Und das Schlimmste. Ich habe hier 6 Mist-Trigger, so viel ich weiß. Meine ich woanders, ne? Oder? Wo ist hier Mist? Mal gucken. Ja, 6 Mist-Trigger habe ich hier verbaut. Also man muss wirklich durch den ganzen Stall fahren, um auszumisten. Ne, Daniel? Sein. Das ist das Richtige. Ja, ja, das JCB Pack. Ja, und das Geile ist, ich meine, die Dinger hier, ja, die Dinger hier haben sogar Kohli. Also müssen wirklich in den Gängen fahren. Das wird geil, aber die Tore hier, da können wir ruhig durchfahren, da habe ich die Kohli extra rausgenommen, weil hier keine Animation, kein gar nichts drin ist. Ne? Deswegen habe ich die rausgenommen. Da kannst du ruhig so durchlaufen, das ist egal. Ja, Milchtrigger habe ich hier halt auch noch nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier habe ich halt so gesagt ein Mistweg, dann habe ich hier noch einen Weg dahin. Hier habe ich halt einen Weg hingemacht. Eigentlich kam die Idee von dem Typen da hinten, von Daniel. Hier halt einfach Tor aufmachen. Von hier mit Mistdreier kommen, hinstellen, fertig, passt. Ja, man kann auch von den Kühen. Hä? Philipp schon erklärt hatte, man kann hier eben langfahren. Ja, genau. Wenn die Kühe gekauft werden, dann sind hier die Kühe dann. Mhm. Macht man auch immer. Ne? Genau. Deswegen sind die Schotten auch noch auf. Ja, okay, weil noch sonst. Noch haben wir keine Kühe. Ja. Wurden sie nicht angeliefert. Genau. Also ich nehme den einfachen Weg, ne? Über die Paletten. Okay, ich. Machst du die Tür auch wieder zu, bitte? Da muss doch der LKW dann fahren. Ja, haben wir schon Kühe. Wenn eine Pferde da hinten haben. Oder über die große Anlage da. Weil hier muss er zu viel zirkeln. Ja. Ja, hier habe ich dann halt noch ein Silo hingemacht. Hab die alle halt weggenommen. Hab da oben einfach mal so aus Zierreifen hingesetzt. Und dann habe ich noch ja, Flutlichter platziert. Hier halt den Tank hingesetzt. Wir? Was? Du besitzen wir eine Windmühle? Nein, tun wir nicht. Die habe ich da so hingeklatscht. Güllewagen, den Heim. Hm? Hast du den Güllewagen schon angekommen? Nee, noch nicht, den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Der ist mega geil. Bloß den habe ich halt vergrößert, ne? Dass der auf 8000 ist. Dass er eher aussieht wie ein 8er. Anstatt wie ein 6er. Aber die Füllstandsanzeige muss ich nochmal vorziehen, die ist noch nicht. Ja, und ich denke, im nächsten Video werden wir das baden. Alleine, mal gucken. Ja, muss ich gucken, ne? Wann du wieder Zeit hast oder ob ich das jetzt gleich noch mache oder. Dann wird Philipp das Schwaden pressen. Am Ende werden wir zusammen wahrscheinlich dann
Ja, Halt dass ich einen das jetzt Zombie. gleich schwaden und fressen werde und dann irgendwie, ja, was weiß ich, irgendwas anderes mache oder Kühe kaufen tue oder was weiß ich. Ja, Weil vielleicht ein paar Vorarbeiten wir vornehmen. haben ja Manche noch werden Geld. jetzt ohne Video zum Beispiel jetzt kein Video machen beim Schwaden oder so, weil das echt strapazierend ist. Ja. Ja, deswegen nicht wundern, wenn da mal nichts fest sind oder schon fertig geschwadet ist. Ja, Auf weil jeden wir sind Fall. halt auch mal ohne Aufnahme so nebenbei. Ja, weil wir haben ja auch nicht immer Genau. Lust, wirklich aufzunehmen. Und wenn wir schon keinen Bock haben, dann macht es ja gar keinen Sinn aufzunehmen. Genau. Und ja. Ich Daniel, du Und sagst ja mal was richtig. ja, ehrlich sein, ne? Ja, Doch, ist ja, ich bin also so. YouTuber. Ist auch so. Dann werden wir erstmal Heu zu Ende pressen und alles. Und wenn wir Heu fertig haben, werden wir uns in die In den Hafen. Mais oder in den Raps oder Weizen oder Die was auch immer Hafen begeben. gehen. Ich glaube eher in den Mais, ne? Oder? Ja, wir gehen dann erstmal in den Mais, um Silage Ja. wahrscheinlich zu machen. Dann werden wir auch danach gleich Genau. Stroh machen. Dann meine ich auch Stroh. Was? Ja, wir brauchen ja auch Strohballen, ne? Ja, stimmt. Gucken, wir können. Also ich setze mich auf den Reifen, Ist schon drauf. ne? Ich habe mich denn gerade noch hingekniet. Ja, auch. Da sieht man jetzt ja bloß Ja. nicht. Ja, dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.